Ja, moin Leute, schön, dass ihr wieder mit am Start seid, oder mittlerweile muss ich wahrscheinlich sagen, schön, dass ihr immer noch mit am Start seid, denn ihr habt jetzt sehr, sehr lange hier gar nichts von mir gesehen und ich dachte mal, ich nutze heute mal die Gelegenheit, euch überhaupt zu sagen, warum, und dafür habe ich mir heute mal einen schönen Platz gesucht, denn diese Plätze oder die Zeit, um solche Plätze zu genießen, sind mittlerweile sehr rar geworden, denn mein Vertrag, den ich jetzt gerade hier fahre auf dem Schiff, die meisten von euch wissen, dass ich auf dem Schiff arbeite, die Zeit auf dem Schiff, der Vertrag, der hat sich komplett anders gestaltet, als ich erwartet, beziehungsweise als ich mir auch erhofft habe, denn ja, Corona bestimmt immer noch den Alltag. Eigentlich habe ich tausendmal überlegt, ob ich überhaupt ein Video darüber mache, weil dieses Thema ein sehr anstrengendes Thema ist und man natürlich niemals alle Meinungen unter einen Hut bekommt. Ich möchte hier auch gar nicht für irgendeine Seite Partei ergreifen oder genau auf dieses Thema eingehen, sondern euch einfach nur mal aufzeigen oder erklären, wie diese ganze Situation mein komplettes Leben und mein Arbeitsalltag und natürlich dementsprechend auch meinen YouTube-Alltag beeinflusst haben. Ja, eigentlich bin ich als Gastgeber aufs Schiff gegangen, um noch ein bisschen mehr rauszukommen als sonst. Vorher war ich ja Wassersportler, das heißt, ich war immer an denselben Spots. Als Gastgeber habe ich mir gehofft, ich komme noch mehr raus, bin noch mehr draußen in der Freizeit. Aber Corona-bedingt war das schon mal gar nicht möglich, denn an einigen Orten durfte man individuell gar nicht von Bord. Eine ganze Zeit lang, das hieß nur mit Ausflügen. Ja, und Ausflüge kann ich bzw. will ich halt gar nicht buchen, weil dann ist meine Zeit wieder eingeschränkt und mein Bewegungsfreiraum ist wieder eingeschränkt und ich kann halt nicht filmen, was ich möchte. Und ich wollte halt jetzt wirklich sehr, sehr viele Videos machen über die komplette Karibik, wollte euch sehr viel zeigen und habe in der ganzen Zeit wirklich nur einen einzigen Hafen, nur einen einzigen Ort geschafft, den ihr natürlich auch noch zu sehen bekommt, versprochen. Und mehr leider nicht. Das Problem ist, ich bin hier kaum von Bord gekommen. Die Einschränkungen an Bord sind dementsprechend auch sehr hoch. Seit Silvester kommt man so gut wie gar nicht mehr von Bord. Das sind jetzt so Ausnahmen wie heute, dass ich mal runterkomme. Man muss dazu sagen, ich bin heute in La Romana, in der Dominikanischen Republik und bin jetzt auf der Insel Isla Catalina. Und von den Behörden haben wir hier die Möglichkeit bekommen, an Bord, also hier runterzukommen, hier auf diese Insel zu gehen, wenn kein anderes Schiff im Hafen liegt, wenn wir die einzigen sind und hier an dem Strand kein anderer sein darf, um einfach den Kontakt zu anderen Leuten zu vermeiden, um Gruppen zu bilden, zu vermeiden und so weiter. Und deswegen habe ich heute halt die Möglichkeit, mal wieder 3 Stunden von Bord zu gehen, mal wenigstens so ein bisschen hier die Sonne zu genießen, den Strand zu genießen. Das ist auch das letzte Mal, bevor ich nach Hause gehe, weil in ein paar Tagen geht es schon wieder zurück nach Deutschland. Und deswegen muss man das nutzen. Und deswegen dachte ich mir, ich werde euch das mal mitteilen. Ja, Videos konnte ich dementsprechend halt wirklich gar nicht drehen. Und ich frage mich persönlich, wo das eigentlich hinführen soll. Weil ich habe jetzt eigentlich einen ganz guten Vergleich. Denn wir sind ja schon fast 2 Jahre jetzt her. Jetzt haben wir Ende Januar. Im März hat es angefangen vor 2 Jahren mit der ganzen Pandemie-Geschichte. Und vor 2 Jahren, als es losging, war ich ebenfalls hier in der Karibik. Ich war auf dem genau gleichen Schiff gewesen und hatte eigentlich die gleiche Situation. Nur was damals was Neues. Jetzt kennt man die Situation seit 2 Jahren. Und ich muss für mich leider feststellen, irgendwie hat sich gar nichts geändert. Das Einzige, was sich geändert hat, auf dem Schiff jetzt, es ist Pflicht, dass die komplette Crew geimpft ist, doppelt geimpft und wenn möglich sogar geboostert. Wir können an Bord sogar geboostert werden, was genauso für die Gäste der Fall ist. Auch Gäste müssen geimpft sein, um Urlaub auf dem Schiff zu machen und die meisten davon sind auch schon geboostert. Das ist der größte Unterschied zu vor 2 Jahren, aber es hat sich nichts geändert damit. Egal ob Crew oder Gäste, sind irgendwie immer noch sehr vielen Auflagen unterlegen. Viele Verbote, ist vielleicht hart ausgedrückt, aber ja, man darf einige Sachen einfach gar nicht. Und wie viele ja in den Medien entnommen haben, gibt es seit Mitte Januar auch wieder keine Gäste.
Es ist genau das gleiche wie im März vor 2 Jahren, als alles angefangen hat. Alle Gäste wurden runtergeschickt und die Saison wurde abgebrochen. Und das gleiche erlebe ich jetzt schon wieder, obwohl wir 2 Jahre mittlerweile Zeit hatten, irgendwie mit der Sache zu leben, aus der Sache zu lernen, mit der Sache umzugehen, wie auch immer, das sieht jeder anders. Aber die Impfung und das Boostern hat hier gar nichts gebracht. Also ich habe hier dadurch keine großen Vorteile. Kein Gast hat dadurch irgendwelche Vorteile, weil es gibt keine Gäste an Bord. Und das finde ich halt so ein bisschen schade. Keine Ahnung, wie ihr das seht oder sowas, aber das ist halt einfach nur der Stand der Lage, so wie ich es jetzt wahrnehme. Das soll jetzt keine große Meinung sein oder sowas, weil ich weiß, man kriegt nicht alle Meinungen unter einen Hut. Es ist auch gut so, dass jeder seine eigene Meinung hat und die auch gerne öffentlich vertritt, wenn es in einem gewissen, ordentlichen, vernünftigen Rahmen ist hier. Ich möchte hier nichts von wegen haten und dass sich die Leute hier unter meinen Videos gegenseitig fertig machen mit ihren Meinungen. Das möchte ich nicht. Ich wollte nur sagen, wie es halt aussieht. Und das schränkt mich natürlich ungemein ein, weil ich kann meinen Job nicht ausüben, weil ich keine Gäste an Bord habe. Was super schade ist, weil ich liebe meinen Job. Ich kann nicht so Videos drehen, wie ich es möchte. Und dadurch, dass wir halt nicht rauskommen und ich nicht drehen kann, komme ich natürlich auch nicht raus und kann auch keine Videos hochladen. Das ist der Hauptgrund, warum ihr halt von mir momentan einfach gar nichts seht, was ich halt super schade finde, weil ich weiß, dass dadurch ganz viele Leute von euch einfach abspringen oder abgesprungen sind, weil der Content einfach fehlt, weil es einfach schwierig ist, immer wieder abzuliefern, was man halt möchte. Das WLAN an Bord, das ist halt so langsam, das ist, glaube ich, reduziert auf 144 Mbit pro Sekunde oder sowas. Das ist gar nichts. Damit schaffe ich niemals ein Video hochzuladen. Da könnte ich das Video 3 Tage uploaden und es wäre immer noch nicht hochgeladen, was die Sache natürlich ein bisschen schwierig macht. Wie gesagt, ein Video habe ich in der Zeit geschafft zu drehen, weil ich in Antigua oft genug rausgekommen bin und da wenigstens ein bisschen Material zusammensammeln konnte, um euch wenigstens ein bisschen was zu zeigen. Das Video wird auch direkt nach diesem Video noch kommen. Müsst ihr euch keine Gedanken machen. Aber für mich, für meine Verhältnisse und für den, was ich euch natürlich bieten möchte, ist das einfach viel zu wenig. Einfach schade. Aber so ist es. Man hat sich so viel vorgenommen und es kommt halt meist anders, als man denkt. Da sieht man mal wieder, man muss sich auf diese Lage irgendwie einstellen. Aber wenn ich jetzt wieder zu Hause bin, dann werde ich gucken, dass ich wieder viel mehr Videos machen kann, dass ich wieder viel mehr auf euch eingehen kann. Gucken am Van ist noch einiges zu machen. Natürlich ist zu Hause wieder schweinekalt. Keine Ahnung, wie kalt es im Moment ist. Ich glaube, das letzte Mal waren es zwischen 0 und 7 Grad, wenn ich mal nachgefragt habe. Lässt natürlich auch viele Sachen am Basteln jetzt nicht zu. Aber ich möchte auf jeden Fall wieder weitermachen. Viele Leute haben mich über Instagram ja auch schon direkt angeschrieben. Danke dafür, dass ihr mir auch da folgt. Könnt ihr gerne hier machen, hier Instagram. Schaut einfach rein, weil da kann ich viel öfter online sein. Es ist halt einfacher, dort ein Foto hochzuladen, weil dafür brauche ich nicht so ein starkes Internet. Aber auch da wurde ich gefragt, Mensch Ronny, wie sieht's aus? War das mit dem Van jetzt nur so eine Überbrückungsphase oder sowas? War es das jetzt gewesen mit dem Kanal? Hört es jetzt auf? Sieht man noch was? Kann ich ja verstehen, dass sich diese Frage auftut. Und es ist momentan echt schwer zu beantworten. Es soll keine Phase gewesen sein, überhaupt nicht, keine Frage. Ich möchte damit so gerne weitermachen. Aber was ich auch demjenigen geschrieben habe, ich lebe nicht davon. Mein YouTube-Kanal ist so klein, das ist gar nichts im Vergleich zu anderen. Das heißt, ich verdiene damit nicht so viel Geld, dass ich davon leben kann. Das bisschen, was ich kriege, das ist halt ein Taschengeld, was man nebenbei kriegt, wenn ich, weiß ich mich irgendwo für 2 Tage an die Kasse setze oder sowas. So einen Nebenjob mache. Damit kann man es vielleicht ein bisschen vergleichen, aber jetzt bin ich weg, mache keine Videos, kriege natürlich noch weniger Geld, ist gar nichts. Das ist ja nicht mal mehr ein Taschengeld. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, ganz normal arbeiten zu gehen. Also ich kann mich jetzt nicht zu Hause hinsetzen, mit dem Auto rumfahren und produzieren und machen. Wo kommt das Geld her? Das Geld fehlt natürlich. Also bin ich auf diesen Job angewiesen. Ich mache den Job auch gerne, wie gesagt. Deswegen habe ich auch für dieses komplette Jahr eigentlich schon für mich persönlich verplant. Ich stecke jetzt ein paar Tage ab Ende Januar. Dann bin ich 3 Monate zu Hause, gucken, was ich da alles machen kann. Aber dann geht es halt schon wieder aufs Schiff. Dann bin ich wieder 4 Monate am Stück arbeiten. Und ich kann nur hoffen, dass im Sommer die ganze Pandemie-Geschichte bekanntlichermaßen wie jeden Sommer ein bisschen runtergefahren wird und alles wieder entspannter ist und ich dann viel mehr machen kann, wieder auch viel mehr filmen kann. Ich werde im Sommer sehr wahrscheinlich in Norwegen und Island sein.
und hoffe, dass ich da viel mehr produzieren und euch viel mehr zeigen kann, weil sonst wäre es halt kacke. Ne? Aber ich muss halt Geld verdienen, bleibt mir einfach nichts anderes übrig. Dann habe ich wieder 2 Monate frei und dann ist schon wieder die nächste Wintersaison. Dann ist schon wieder Ende Oktober, Anfang November und dann geht es wieder auf Schiff. Und ich bin definitiv wieder 4 Monate unterwegs. Das heißt, eigentlich ist das komplette Jahr schon durchgeplant mit Geld verdienen. Ich muss einfach Geld verdienen, um leben zu können, um diesen Lebensstandard mit dem Van irgendwie aufrecht zu erhalten. Muss alles irgendwie bezahlt werden. Und deswegen leiden am Ende leider die Videos drunter, es leidet die Zeit darunter und letztendlich leidet ihr irgendwo darunter, weil ihr halt nicht so viel Content von mir bekommt. Und wie gesagt, es tut mir unheimlich leid, es ist super schade, weil ich richtig, richtig Bock habe und auch Ideen habe, aber die halt sich nicht so einfach umsetzen lassen in dieser Situation. Ich hoffe einfach, dass es im Sommer entspannter wird. Sobald ich jetzt wieder zu Hause bin, werde ich wieder einen Plan machen, werde wieder gucken, was ich alles am Van noch machen kann, was ich für Videos machen kann, dass ich euch da sofort wieder was bieten kann und werde mich dann natürlich wieder öfter bei euch melden. Jetzt aber, ich sag mal, ich hoffe einfach auf euer Verständnis, dass ihr mir trotzdem treu bleibt, dass ihr nicht alle sofort wieder flüchtet, was ich trotzdem verstehen kann und wir uns dann in den nächsten Videos in alter Frische mit richtig viel Elan und vielen neuen Videos wiedersehen werden. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal an der Stelle für euch, dass ihr dran geblieben seid, dass ihr mir treu geblieben seid, dass ihr nicht geflüchtet seid und ja, eines ist gleich geblieben, mein Motto, nicht vergessen, immer schön in Bewegung bleiben, trotz allem, irgendwie geht's immer und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos wieder. Ciao!